Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die Tonnen an Notizbüchern zu Hause hat, die sie noch nicht beschrieben hat. Irgendwie war ich schon immer ein Mensch, der sehr, sehr viel in Notizbücher reingeschrieben hat. Beispielsweise, als ich irgendwie 8 Jahre alt war oder so, habe ich schon Tagebuch geschrieben. Ich habe schon irgendwie so ein Fitness-Journal geführt. Ich habe vor allem auch Reisetagebuch geschrieben. Und es ist einfach super schön, am Ende nochmal zurückzugucken auf die ganzen Zeiten, die damals waren. Nein, Spaß. Aber vor allem so Reisetagebücher oder so sind einfach im Nachhinein einfach super schön anzugucken. Und damit wir so Notizbücher sinnvoll nutzen, dachte ich mir heute, dass ich ein Video hole zum Thema Notizbücher sinnvoll gestalten und was man mit den leeren Notizbüchern einfach machen kann. Und damit wir alle unsere Notizbücher auch sinnvoll nutzen können, dachte ich mir, ich lasse heute mal ein Video hoch und stelle euch 5, nein, es sind nicht 5, ich sage es immer falsch, wirklich, das ist schon so ein Insider von uns, aber ich sage die Zahl immer falsch. Okay, es sind 9. Also heute gibt es 9 Arten, wie du deine leeren Notizbücher füllen kannst, sodass sie schön, sinnvoll und gut sind. Falls du gerade eine Sprache lernst, wovon ich eigentlich sehr, sehr stark ausgehe, also ich glaube, wir lernen alle mindestens eine Sprache, und zwar ist es mindestens Englisch, und dann lernen die meisten ja noch eine zweite oder vielleicht sogar dritte Fremdsprache. Ich persönlich lerne Spanisch und Koreanisch noch dazu, und was ich sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich immer Netflix gucke und mir dabei Vokabeln aufschreibe, weil ich auch finde, dass es eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, Spaß zu haben und dabei etwas auch zu lernen. Und zwar gucke ich mir dann immer eine Serie, eine Show, einen Film an und schreibe mir dann Vokabeln, die ich noch nicht kenne, in ein Heft rein und schreibe dann daneben dann die Übersetzung, von der ich glaube, dass es halt das Wort bedeutet, weil ich gucke meistens, wenn ich auf Koreanisch gucke, ohne englische Subtitles, also nur mit Koreanisch, und manchmal schreibe ich dann den Satz auf, manchmal schreibe ich das Wort auf, manchmal schreibe ich die Übersetzung auf und so weiter, also das kann jeder für sich entscheiden, wie es für ihn am besten passt, aber ich finde diese Methode einfach super cool, was zu lernen und dabei aber auch noch Spaß zu haben und zu entspannen. Beispielsweise könntest du auch danach aus dem Wörter nochmal einen Text schreiben oder die irgendwie anders benutzen oder dann dein Vokabelheft übertragen, wie auch immer. Zweite Idee wäre, ein Accountability-Buch zu haben. Jetzt spiele ich schon wieder auf das Thema Accountability-Buddy an, irgendwie richte ich darüber jetzt so auf der letzten Zeit, aber ich habe schon mal ein Video dazu gemacht zum Thema Accountability-Buddy und habe euch da erklärt, was ein Accountability-Buddy eigentlich ist und was es eigentlich bringt, ein Accountability-Buddy zu haben. Oh mein Gott, das ist so ein Zungenbrecher. Accountability-Buddy. Und zwar geht es darum, sich selbst immer accountable zu halten. Beispielsweise schicke ich meinem Accountability-Buddy jeden Morgen meine To-Do-Liste für den Tag und schreibe auch, was ich an dem Tag erledige. Möchte. Am Ende des Tages schreibe ich dann immer, wie der Tag gelaufen ist, was ich geschafft habe, wie es mir so ging, was ich gemacht habe, wie ich mich fühle, und schreibe dann auch eine Sache auf, für die ich an dem Tag dankbar bin, auf die ich mich auch gefreut habe und sowas alles. Also ist sozusagen einfach nur eine kleine Reflexion, und das alles kann man mit einer Person machen, die das dann auch sozusagen zurückmacht, oder man macht es einfach in einem Heft und schreibt die ganzen Sachen, die man in einer Nachricht schreiben würde, einfach in ein Heft rein. Und das wäre sozusagen dein Accountability-Buch. Also du kannst dann einfach jeden Tag eine neue Seite nehmen, wo du dann irgendwie rausschreibst, To-Do-Liste für heute, Highlight für heute, wofür ich heute dankbar bin, heutige Affirmation oder sowas. Die nächste sehr, sehr coole Idee ist, ein Traumtagebuch zu führen. Das mache ich ab und zu, wenn ich sehr verrückte Träume habe, aber leider nicht so regelmäßig, und das Gesetzzeichen ist hier irgendwie komisch. Und zwar ist es oft wirklich so witzig, seine Träume aufzuschreiben, wenn man teilweise so verrückte, komische Träume hat. Und wenn ich zum Beispiel meine alten Träume lese, denke ich manchmal so, wie kommt mein Gehirn auf sowas? Also das ist wirklich witzig, und es soll auch dabei helfen, die Träume dann wirklich besser zu erinnern, wenn man das regelmäßig aufschreibt, weil dein Körper dann einfach weiß, okay, Träume sind was Relevantes, also merke ich sie mir lieber. Und deswegen kann es voll auch helfen, dass du den Träume besser merken kannst, wenn du regelmäßig Traumtagebuch schreibst. Kommen wir zu einer weiteren Notizbuch-Sprachenlern-Idee. Und so habe ich dieses Notizbuch genannt. Moment. Sprachenlernen-Tracking-Buch. Also sozusagen ein Notizheft, wo du deine ganzen Sprachenlern-Schritte trackst und aufschreibst. Das ist vor allem für Leute, die sehr, sehr gerne Sprachen lernen, auch in ihrer Freizeit vielleicht Sprachen lernen, so wie ich zum Beispiel Koreanisch. Und zwar würde ich es so machen, dass ich mir dann aufschreibe, was ich vielleicht in dem Monat schaffen möchte, welche Bücher ich lesen möchte, welche Aufgaben ich machen möchte, wie viele Stunden ich nehmen möchte, welche Vokabeln ich lernen möchte, also wie viele und zu welchem Thema oder irgendwie so. Und ihr müsst mal auf Pinterest gucken oder auf YouTube, weil es gibt wirklich so, so schöne Inspirationen zum Thema Sprachenlernen. Tagebuch, Journal und sowas. Dann tracken Leute zum Beispiel, wie viel sie lernen, wie oft sie lernen, was sie gelernt haben, wie viel sie geschrieben haben, wie viel sie gehört haben, wie viel sie geredet haben, wie viel sie geschrieben, gelesen haben. Ich glaube, es ist total schön, danach zurückzugucken und dann zu sehen, wie viel man eigentlich schon geschafft hat. Die nächste Idee ist, seine Notizen von Büchern aufzuschreiben. Ich persönlich lese sehr, sehr gerne Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, und das sind auch vor allem so Ratgeber und Sachbücher. Und da mache ich natürlich auch immer Notizen, damit ich mir die Sachen merken kann und auch sofort dann anwenden kann. Weil ich würde wirklich raten, wenn du so etwas liest, ist es einfach nur sinnvoll, Dinge aufzuschreiben, damit du sie dann noch anwenden kannst und machen kannst, weil es bringt einfach nichts, etwas zu lernen, etwas zu lesen und das dann nicht anzuwenden. Und daher kann so ein Buchnotizenheft sehr, sehr sinnvoll sein. Du kannst dann ja vielleicht dein Highlight des Buches aufschreiben, eine Zusammenfassung, deine Notizen, deine Bewertung, Dinge, die du daraus gelernt hast, und dann die nächsten Action-Steps oder irgendwie sowas.
Die sechste Idee wäre, deine Life-Lessons aufzuschreiben. Also einfach Dinge, die du in deinem Leben bisher gelernt hast. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie Dinge, die du in der Schule gelernt hast oder so, sondern vor allem, ja, Life-Lessons. Also Dinge, die du in deinem Leben gelernt hast. Falls du wissen möchtest, was ich damit genau meine, würde ich dir mal dieses Video hier empfehlen. Denn ich habe auch schon einige Videos dazu gemacht, in denen ich euch meine Life-Lessons erzählt habe. Also Dinge, die ich gelernt habe und die mir sehr viel in meinem Leben hoffentlich bringen werden. Die nächste Idee ist, deine Ziele und Gewohnheiten aufzuschreiben. Ziele zu haben ist etwas sehr, sehr, sehr Tolles. Aber um die Ziele zu erreichen, brauchen wir einfach tägliche Action Steps, also tägliche Gewohnheiten, die wir ausführen können, um an unser Ziel zu kommen. Es bringt sozusagen nichts, einfach zu sagen, ich möchte dieses Jahr ein Buch veröffentlicht haben, aber dann dafür nichts zu machen. Und deswegen ist so ein Heft vielleicht ganz sinnvoll, dass du dir aufschreiben kannst, was du für jedes Ziel aktiv machen möchtest. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, wie auch immer. Außerdem könnte man da auch noch einen Habit Tracker reinmachen, also einfach so eine Tabelle zeichnen mit irgendwie so Montag, Dienstag, Mittwoch, blablabla. Und dann immer abhaken, wenn du wirklich was dafür gemacht hast. Eine weitere Idee ist, ein Visionsbuch zu haben. Und zwar könntest du dir da einfach wirklich deine größten Träume und Ziele reinschreiben und dort einfach so ein bisschen Brainstorming machen, was du vielleicht in deinem Leben irgendwann mal erreicht haben möchtest. Also dieses Buch hier mit den Zielgewohnheiten soll etwas realistisches sein, aber dieses Buch hier mit den Visionen und Träumen muss nicht realistisch sein, sondern einfach um deine Kreativität auszuleben, ein bisschen zu träumen und vielleicht entspringen daraus sogar realistische Ziele, für die du dann Gewohnheiten finden kannst. Und die letzte Idee wäre noch, ein Reisetagebuch zu führen. Beispielsweise habe ich schon immer, als ich irgendwie auf Klassenfahrt war oder so, ein Heft dabei gehabt, wo ich mal reingeschrieben habe, was wir jeden Tag gemacht haben. Und es ist aber auch super schön, da zurückzugucken und einfach zu sehen, was wir damals so gemacht haben, was ich auch gedacht habe vor allem. Ich hoffe, dir dieses Video ein bisschen geholfen, für deine Notizbücher einen sinnvollen Zweck zu finden. Falls du dich generell für das Thema Planen, Organisation, Produktivität, Schule, Lernen und sowas alles interessierst, kannst du meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren und in unsere Community kommen. Denn wir reden hier jeden Donnerstag und Sonntag über genau diese Themen und wir würden uns sehr freuen, dich hier bald wiederzusehen. Also ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis sehr, sehr bald mal wieder. Bis dann. Tschüss. Peace.